diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr mit dem Task Manager und dem BIOS die integrierte Grafikeinheit eures PCs aktivieren könnt. Die ist standardmäßig ausgeschaltet. Ich habe nicht viel Zeit, also ja, wie ihr in den Task Manager kommt, müsst ihr selber herausfinden. Das geht meistens mit Windows X und dann steht hier Task Manager und da geht ihr auf Leistung und dann seht ihr das schon, dass hier zwei stehen, wenn sie beide aktiv sind. Wenn beide nicht, wenn nur einer aktiv ist, dann seht ihr halt nur die von Nvidia. So, wir gehen jetzt hier auf Windows und drücken das Startmenü an und dann drücken wir auf Neustarten mit Shift gedrückt. Dann kommen wir in dieses Menü hier. Dort drücken wir auf Problembehandlung, erweiterte Optionen, dort auf UEFI Firmware-Einstellungen. Dort im BIOS drücken wir dann auf Advanced Modus, das ist F7, bei mir zumindest. Und hier gehen wir auf Advanced bzw. erweitert. Hier klicken wir dann auf Systemkonfigurationen und dort suchen wir den Punkt Grafikkonfigurationen. Und dort finden wir dann den Punkt iGPU, also iGPU. Und dort steht meistens Disabled, ihr drückt auf Enabled und ja. Ihr geht dann zurück auf Save and Exit Changes, also Speichern und Verlassen. Oder in meinem Fall, ich drücke dann F8. Also ihr geht wieder in den normalen Modus. Geht dann auf F8 sagt, ihr wollt jetzt mit Windows booten, dann sind wir hier wieder und hier machen wir das gleiche nochmal. Wir drücken Windows und X, dann auf Task Manager. Gehen auf Leistung und dort sehen wir dann zwei GPUs. GPU 0 ist die von dem Prozessor, GPU 1 ist die von Nvidia oder AMD, je nachdem was ihr dazu eingebaut habt.